erste und die zweite Money in the Bank? Hattest du den Koffer nicht zweimal? Bin schon sehr gespannt, wer sich den Koffer holt. Viele werden teilnehmen, aber nur einer kann auf die Leiter klettern und gewinnen. Ich weiß schon, wie man das macht. Also, Ding Dong, das werde ich sein. Der einzige ehemalige Mann in the Bank, Sieger, der teilnimmt. Ich habe zwar keine Aktien in der Sache, aber meiner Erfahrung nach hat in diesem Match wirklich jeder eine Chance. Die bisherige Siegbilanz ist egal, die Körpergröße ist egal, es zählt nur, wie clever man ist. Wie schön, von so vielen früheren Siegern zu hören, sogar von dir, Bailey. Viel Glück an alle, aber ich warne euch, ich werde Vollgas geben. Wir sehen uns oben auf der Leiter. Nein, ich will keinen auf der Leiter sehen, außer mich. Oder eher gesagt, außer Blake. Oh mein Gott. Money in the Bank. Ich habe ein bisschen Angst davor. Das ist wirklich ein Wrecking Ball.
record for most women's Royal Rumble eliminations and women's Elimination Chamber eliminations. It doesn't matter if she has one opponent or 29 in the ring or in a chamber. Shayna Baszler is always ready to fight. When the mouth guard goes in, the lights go out for her opponent. The lady is here. Magda. Okay, I am. And from Paris Island, South Carolina, Lacey Evans. A former Marine who trained in NXT while raising her... Da schaue ich ja auf Deutsch weiter. ...to grab the spotlight. Lacey Evans has an incredibly impressive resume. I just don't like how she looks down on everybody. Well, she's better than you, Sam, than what you expect. That is true statement. She's beautiful, she's dangerous, and she is as classy as the day is long. Put your hair up and square up. And from Shimong, New Jersey, Sonya. Proficient and highly dangerous inside the squared circle. Sonya Deville about to square up on the big stage. Disciplined, driven. In fact, the day that Sonya Deville graduated high school, she packed up her car, drove down to South Florida, and began training full-time in mixed martial arts. Sind alle im Ring? Um den Koffer geht's. It's one of the biggest nights of the WWE calendar. After weeks of anticipation, the Money in the Bank ladder match is finally... Der Ring muss erstmal geleert werden. Ich muss, glaube sogar gewinnen. Da steht nämlich, dass ich gewinnen muss, um den Koffer. Also. Nein. Sonya Deville with the reversal. Hey, was soll das? Nein! Ja, die Leiter kommt rein. And now she's given us all a chance to bask in her effervescence. Face first with a waistlock takedown. There's a headbutt. Ooh, what a forearm blow. Nasty. Ich glaube, Sonya ist verwirrt. And now she's getting back into the ring. Coming back in the ring. Caught with a punch. Nimm doch die Leiter, Mädel! Ich glaube, die Leiter ist verpackt, die konnte man gerade nicht nehmen. Ist ja gut. Was war das denn? Bei diesem Match werde ich bestimmt sehr, sehr salzig. Ach, wisst ihr was? Geh doch hoch!
competition what a real superstar looks like. She returns the favor there. Connects on that kick. Reversal. Can they go on the attack? Die Leiter fällt doch so leicht um. Was ist denn das für eine Scheiße? Wer entwickelt denn so einen Müll? Jetzt mal ernsthaft. Alter, was war das denn? Ja, und jetzt nimm doch das Scheißding! Oh, ich komm nicht an die Leiter! Ist das dein Ernst? Oh, es fängt an! Weil die Programmierer einfach gar nicht programmieren können! Klaus. Mann, lass doch mal nicht in Ruhe, du blöde Kuh! Was ich bei so einer Matchart einfach scheiße finde, ist, man kann ein 2-3 Stunden dieses Match haben, ne? Keine Energie! Aber man kriegt es nicht hin, dass alle so erschöpft sind, dass es aussieht, als würden die wirklich so lange kämpfen, ne? Da gibt es dann wirklich den normalen Move, verstehen die einfach nach einer Sekunde wieder auf. Haben zwar schon 30 AKOs verpasst bekommen, aber nee. Stehen dann einfach wieder auf. Sind nicht lang genug erschöpft oder so. Wie als wäre man am Anfang des Matches oder so. Jetzt lasst mich doch die Leiter aufstellen, Mädels. Ich nehme mir das jetzt einfach. Nein! Turning towards ending things. Making the climb here. Maybe looking to end this thing right now. Oh, we got it. Look at the
Son of Din! Ich wollte gerade finishen auf dem obersten. Hier gibt's keine Aufgabe, da kann ich ruhig abklatschen. Das heißt nämlich, dass die dann von mir ablasst. Nein, haltet sie ab! Ich bin benommen! Wieso habe ich keinen Finisher mehr? Warum ist der Finisher weg? Spiel! Mein Finisher ging nicht durch! Und die haben ihn nicht gekontert! Nimm die Leiter. Ist das dein Ernst, Sonja? Man hat noch nie die Möglichkeit. Jetzt hat Bailey die Möglichkeit. Hallo Bailey, haltet sie mal auf hier. Mann, wie kann man nur so hohl sein? Ja, das war's. Das Match habe ich verloren. Oder? Na gut, die Leiter liegt wieder. Ich muss warten, bis der Ring wieder leer wird.
Ich gehe da nicht rein. Die Schnauze voll. Ist mir gerade zu viel. Oh, was macht die? Das war's, oder? Was macht Bailey da? Was? Was? Mir ist jetzt egal. Ich hasse diese Matchart, die ist einfach nur dumm. Ich kann mich nicht gegen 6 Gegner wehren, die alle. Das Anvisieren ist genauso scheiße. Weil kaum habe ich eine anvisiert, kommt gleich die andere von hinten. Mann, ey, das macht voll Spaß, ey. Was machen die Leitern übrigens jetzt draußen? Ja, willst du mich verarschen, Shader? Es macht so viel Spaß. Vor allem, wenn das Zielen so geil funktioniert. Jetzt nimmst du die Leiter wieder nicht. Ich kann mich doch nicht gegen alle wehren, was soll das? Ich befreie mich von einer, greift die andere, ich befreie mich und dann weiter. Das ist doch Rotz. Bailey, hallo? Ja, haut die Leiter mit um, damit ich nicht wieder drauf kann. Into the ring. Oh, nasty stop to finish it off.
floor, being carried around with ease. Face crushing. Nein, das schon nicht, ja. Bailey hat mich schon wieder oben gefinisht. Guckt euch das mal an, die haben alle voll viele Finisher. Ja, sie kriegt die Leiter aber nicht, weil das Spiel einfach scheiße entwickelt ist. Tja, dumm gelaufen, Bailey. Schaffe ich es, die Leiter zu nehmen, ohne dass... Ja, ich sollte lieber abhauen. Lacey reverses it. Positioning her opponent on the announce desk. Rapid shot right to the gut. Ja, und natürlich ist dann Bailey auf mich. Ich helfe Bailey und krieg die Arschkarte hier, ne? Mhm. Ja klar fällt die Leiter einfach so um, ohne dass sie was machen dafür, ne? Ich bin so fett, ich renne einfach mal die Leiter um. Dann steht die Leiter nicht mal richtig. Das ist kein Heimring, aber steht die Leiter nicht richtig. Ich krieg die Krise. Ich krieg einfach die Krise. Ich hab den Spaß meines Lebens. Ich hatte vorher die beste Chance, ich hätte gewinnen können. Leider steht nicht richtig. Er kann sie nicht umpositionieren. Ah, ist das schön. Lieber bevor ich hier. Warum haut das
das denn jetzt die Leiter wieder um? Mein Gott, Entwickler, was ist das denn für ein Müll, was ihr da fabriziert? Jetzt aber.